Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass ich eine Trophäe vergessen habe, die ich mit Leon hätte erspielen können. Und bevor ich diesen Spielstand mit Claire überschreibe, dachte ich mir, hole ich die lieber noch einmal schnell nach. Und zwar handelt es sich dabei darum, dass ich bei diesem Bosskampf gegen G, ich glaube, das war der zweite, wo ich ihn eben mit dem Kran treffen muss und runterschubsen muss. Es geht darum, dass ich hier den Kran nur einmal benutzen darf. Das bedeutet, ich muss ihm bereits jetzt genügend Schaden zufügen, dass er von dem ersten Krantreffer runtergeschickt wird. Das Schöne ist, ich kann mir jetzt ordentlich Magnum-Munition mitnehmen. Ich brauche ja jetzt nicht großartig zu sparen, wenn ich nur eine Trophäe erspielen möchte. Ja, zieh dich. Au, oh, wow. Vielleicht der. Ja, leider ist er jetzt komplett an der falschen Stelle zusammengebrochen. Während er da unten steht, flambiere ich ihn noch ein kleines bisschen. Okay, ich würde behaupten, das sollte ausreichen. Vorsichtshalber wird er noch ein bisschen flambiert, solange der dran kommt. Yes! Sehr gut. Ich habe gerade die Trophäe Hab dich freigeschaltet. Eine schöne kleine Silbertrophäe. Okay, jetzt wo das erledigt ist, kehren wir zu dem Horror zurück, der jetzt zu Claires Kampagne geworden ist. Da wäre ich wieder. Oh Mann. Ich weiß ganz genau, womit wir aufgehört haben im letzten Part. Und gefühlt höre ich ihn immer noch in der Ferne. Gefühlt. So. Aber ich muss mich jetzt ganz leise verhalten. Warum? Ist er? Wo ist er? Ich höre schon die Musik, dass der sich auf mich zubewegt. Aber wo ist er? Ich lauf lieber. Oh Gott im Himmel. Oh. Schnell hier rein. Okay. Ich glaube, hier drin kann ich ihn kurz abhängen. Ah! Geh weg! Ich weiß, am Ende des letzten Parts, da habe ich ziemlich viel leise vor mich hingenuschelt. Was ich die ganze Zeit überall nur wie immer und immer wieder wiederholt habe, war: Bitte, bitte, geh weg, geh weg, geh weg, bitte, geh weg! Falls einige von euch das akustisch nicht verstehen konnten, wofür ich denen keinen Vorwurf mache, ich habe so leise geredet, vor lauter Panik. Okay. Ah, dass der Typ jetzt schon überall rumläuft, das ist extrem scheiße, um ehrlich zu sein. Also mir gefällt das gar nicht. Nicht im geringsten. So. Was haben wir hier alles? Dose. Schön. Und hier kriegen wir ein kleines Medaillon. Was auch immer da links in der Bibliothek vorgeht, ich würde gerne da rausgehalten werden. Okay, Objekte untersuchen. Ja. Obwohl, vielleicht ist darin ja ein Hinweis.
Oh. Die Löwenstatue. Ah. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich die Kombi, die wir brauchen. Hier vor mir ist jetzt das Einhorn. Zwillinge, Waage. Okay. Zwillinge. Waage. Und jetzt muss ich einfach nur durchprobieren. Einhorn-Medaillon. Ist aus der Bibliothek raus. Gut. Okay, das ist ein Problem. Davon abgesehen, was? Hier ist noch was? Die Karte. Aber das Problem, von dem ich jetzt rede, sind die ganzen Zombies. Ich halte mich schon mal bereit, wegzulaufen. Ich habe gehört, wie er die Bibliothek betreten hat. Oder auch nicht. Es klang sehr danach. Verdammt. Das Problem ist jetzt auch, ich habe mein komplettes Inventar jetzt voll. Das bedeutet, ich muss so oder so jetzt erstmal zurücklaufen. Ich kann nur hoffen, dass er mir jetzt nicht entgegenläuft. Oder dass hier jetzt plötzlich ein Licker auftaucht. Ganz ehrlich, wenn das hier das erste Mal ist, dass mir der Tyrant entgegenspringt, dann können die in diesem Raum auch ruhig den Licker weglassen. Ne? Ich habe schon genug Albträume an diesem Flur. Ah. Hilfe. Ich habe ihn gehört. Und er ist stehen geblieben. Wieso ist er stehen geblieben? Das gefällt mir nicht. Oder habe ich nur seinen letzten Schritt gehört, bevor er den Raum gewechselt hat? Das ist wohl wahrscheinlicher. Du stehst viel zu scheiße. Okay, gucken wir uns ganz kurz mit der Löwenstatue an. Wir lagern das hier hinein. Das Erste-Hilfe-Spray packen wir auch erstmal weg. Und der Film wird entwickelt, damit wir wissen, was wir in die Löwenstatue eingeben müssen, um das, okay, um das Medaillon zu kriegen. Krone, Fackel, Taube mit Mistelzweig. Ja. Was habe ich hier noch in der Hinterhand? Schießpulver, einige Brandgranaten, jetzt schon 10 Stück an der Zahl. Ohne Witz, ich freue mich schon auf den Moment, wo ich mit Claire den Granatenwerfer kriege. Das wird der Hammer. Aber es könnte eine Weile dauern, bis ich so weit bin. Ja. Bleib du mal dort stehen. Ich traue mich jetzt wirklich nicht zu laufen, weil ich dann Angst habe, den Tyrant auf den Plan zu rufen. Das ist wirklich schlimm. Diese Fußschritte von ihm haben in mir so eine enorme Panik schon in Leons Kampagne ausgelöst. Und hier ist es nicht wirklich besser. Bitte sag mir, dass der Zombie, der hier vorhin noch stand, weg ist. Schön. Wenigstens etwas. Ach Gott, wie war hier noch einmal die Kombination? Del, Dam, Dan, Deb. Ich glaube, es war eine Kombination, die nicht ganz so einfach zu erraten war. DCP. BCP.
ACP. Ah, ich hätte mir die Dinger aufschreiben sollen. Dann kann ich das Ding jetzt schon knacken. Ach, wisst ihr was? Ich gucke einfach im Internet. Ich werde jetzt garantiert nicht, wenn der Tyrant jetzt schon hier rumläuft, noch irgendwann für diesen Spind zurückkehren. Deswegen gucke ich jetzt im Internet nach. Und dann hat sich die Sache. Ah, okay. Ich war nicht weit entfernt. DCM. Ja. Ich war nah dran. Einigermaßen. Hohoho. 100 MP Munition. Dankeschön. Und ein Peak-Schlüssel. Sehr gut. Okay, genau. Damit komme ich in den Lagerraum West. Was die Bibliothek angeht, da stehen oben hoffentlich keine Zombies da. Okay, ja. Davon werde ich mich gleich noch einmal überzeugen. Das Problem ist, wenn ich hier gleich alles in die Luft jage, dann wird er definitiv aufkreuzen, der Drecksack. Ja, okay. Ich kann hier leider nicht alles mitnehmen, aber die Bretter, die sind noch das Item, auf das ich am ehesten verzichten würde. Moment. Ich gucke nur noch einmal ganz kurz in die Bibliothek rein. Ja. Okay. Ich gebe. Er ist in der Nähe. Verdammt. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, bevor die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Drecksschweine in einen C mit C4 präparierten Stahlpferch eingesperrt. Man muss sie nur noch zünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sag ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er wohl dann macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Ja, ich glaube, das habe ich bereits gelesen. Also, ich mache mich jetzt schon dafür bereit, nicht durch die Bibliothek, sondern durch das Treppenhaus zu fliehen. Denn da sind null Feinde. Okay. Los geht's. Oh Mann, der wird hier reinkommen. Der ist nebenan. War für das vielleicht ein Fehler? Okay. Shit. Ja, dieses Geräusch soll einem eine Panik machen, ich weiß. Zumindest war es im A-Szenario von Leon so. Jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch gehört habe, war der Zombie nicht in Wirklichkeit direkt neben mir. Sollte einen nur unter Zeitdruck setzen. Wo haben wir es? Da. Widder, Harfe, Taube. Harfe und Taube. Yes! Mädchenmedaillon. Aua! Du Sau! Okay, dass er von weiter hinten kommt, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Scheißkerl. Komm her. Nein! Hier! Was? Das ist eine Sackgasse hier? Och, leck mich! Kannst du bitte in dem Zombie eine reinklatschen, damit er mich nicht mehr nervt? Och, bin ich doof. Ich war für kurze Zeit komplett verwirrt, was den Weg angeht. Mein Fehler. Shit. Das wird wieder eine Stelle sein, die ich nochmal erneut spielen muss.
was denn jetzt? Och nö. Wieso ziehe ich gerade meine Waffe nicht? Ich ziehe meine Waffe nicht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Da war ich. Nee, war ich nicht zu spät dran. Okay. Jetzt ist die Frage. Der hängt mir quasi am Arsch. Wenn ich jetzt in den Safe-Raum gehe, was macht er? Ich will es einmal austesten. Das wird gelagert, das wird gelagert, das wird gelagert. Okay. Kommt da rein? Tut er nicht? Das überrascht mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Der macht sich doch sonst nie was aus Safe-Räumen. Ach, die arme Claire. Oh. Da habe ich ihr was angetan. In meiner blinden Panik mal wieder. Okay. Also. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück in die Bibliothek. Und jetzt habe ich ja den Schlüssel dafür. Das bedeutet, ich müsste in die Bibliothek gehen, dort alle Zombies erledigen. Und entkommen, bevor mich Mr. T erwischt. Ha, das könnte schwierig werden. Geh weg. Ich warte noch ein bisschen. Na komm, geh weiter. Du weißt, dass hier nichts ist. Okay, wenn er schon so lange, längere Schritte macht, scheint es wohl ein Indikator dafür zu sein, dass er gerade die Treppe raufgeht. Was eigentlich nicht wirklich gut ist, da ich ja die Treppe hoch muss. Naja, wobei eigentlich ja nicht. Ich kann hier die Peak-Tür öffnen, in dem Büro. Könnte bei Gelegenheit auch noch hier den Tresor öffnen. Geh jetzt. Ist er verschwunden? Oder hält er wieder inne? Ich glaube, er ist weg. Okay. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, mein Weg vorbeizulaufen. Hilfe! Okay. Hat geklappt. Nein! Das Safe wird ja bewacht. Okay, Mist. Ich hatte gehofft, der Safe wäre unbewacht. Dann hätte ich mir schnell die Kombi dafür angeguckt und wäre einfach abgehauen. Dammit. Ja, das lief leider nicht so wie geplant. Okay. Och, wie jetzt? Die kommen mir hier hinterher? Naja, zugegeben, das ist ja jetzt kein Safe-Raum mehr. Aber trotzdem. Fies. Ist er jetzt gerade ernsthaft in die Bibliothek gegangen? Ja. Alter. Hab ich nicht gesehen. Gut. Was war das denn jetzt? Kann er endlich aus der Bibliothek verschwinden? Verdammt. Das hat er gehört. Hi. Großer Junge.
Uah. Ohne Scheiß, ey, sein riesiger Trenchcoat, der ist so extrem bedrohlich. Ich weiß nicht wieso. Oh. Okay, ich könnte jetzt hier den Code eingeben. Schauen wir mal. Wie war der Code? Krone, Feuer, Taube. Krone, Feuer, Taube. So. Danke, dass du auf mich wartest, Tyrant, bis ich diese Kombination eingegeben habe. Ist sehr nett von dir, dass du auf mich gewartet hast. So, jetzt habe ich alle Medaillons, aber ich habe sie noch leider nicht alle in meinem Inventar. Problem. Gleichzeitig würde ich sowieso noch einmal die komplette Stelle neu spielen wollen. Hier sind ja eigentlich noch alle Zombies weg, oder? Genau. Genau richtig. So muss es sein. Und der Typ hängt mir echt die ganze Zeit über am Arsch. Das ist echt der Hammer. Mal gucken, was du sagst, wenn ich mich in meinen Safe-Raum zurückziehe. Vor den Dingern scheinst du neuerdings ja Respekt zu haben. Wie ich gehört habe. So. Gut, ich könnte ja jetzt noch einmal ein gemischtes Kraut benutzen. Einfach nur, um weiterzukommen und den nächstbesten Speicherpunkt zu erreichen, der ja eigentlich unter der Statue, also beim Geheimgang, sein muss. Genau. Der Part wäre jetzt eventuell schon zu beenden. Deswegen nehme ich mir jetzt einmal alle Medaillons mit. Ich habe doch alle, oder? Ja, okay. Oh. Gut. Für einen Moment habe ich schon das Gegenteil gedacht. So. Keine Ahnung, wo er jetzt sein soll. Direkt nebenan bei den Toiletten? Oder hier? Am Ende der Treppe. Ich verstehe es nicht. Muss ich, glaube ich, auch nicht. Gut. Jetzt, wo er weg ist, ich sprinte einfach. Ist mir jetzt auch egal. Wenn ich ihn damit auf den Plan ruhe, dann soll es so sein. Okay. Alle drei Medaillons zu kriegen, war ja an sich schon einmal... Das ging schneller als in Leons Kampagne auf jeden Fall. Aber dann wiederum, ich war ja noch gar nicht in der Bibliothek, habe dort alles gesammelt. Und ich musste auf jeden Fall noch einmal zurückkehren und die Zombies erledigen. Kommt er jetzt durch die Tür? Der kann mich mal. Medaillon 1. Der Löwe. Dann das Mädchen. Und das hübsche Einhorn. So. Passt. Das wäre auf jeden Fall die Stelle, an der ich speichern würde. Warte mal, kann der mir hier runter folgen? Och nein, bitte nicht. Das klingt jetzt nämlich sehr danach. Keine Ahnung, ob der Gang eventuell nicht groß genug für ihn ist. Soll ich es riskieren? Ich meine, ich würde gerne so lange weiterspielen, bis er... Okay, der Moment der Wahrheit. Ach, ist er doch nicht in den Raum gekommen? Hm? Naja, der wird hier sowieso nicht runterkommen. Gut. Wenn der nicht möchte. Wichtiges Objekt, Hauptwaffe, Material, Munition, heilendes Objekt. Genau. Heilendes Objekt wollte ich doch haben. Ich frage mich nur, wird jetzt der Boss kommen,
den ich erwarte, oder kommt eventuell ein Event, bei dem dieser Dreckskerl hoffentlich fürs Erste ausgeschaltet sein wird? Das erhoffe ich mir jetzt gerade nämlich. Komm, ich speichere einmal, oder? Ja doch, würde ich sagen. Ich speichere an der Stelle einmal, werde es aber definitiv noch einmal versuchen, alles möglichst ohne Schaden durchzustehen. Okay, so oder so würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.